Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Heute ist wieder Sonntag, das heißt, wir sind wieder live und freuen uns, dass ihr dabei seid. Einen wunderschönen Abend, liebe Birgit, du kommst bald, wir freuen uns schon. Hallo Sina, hallo Zoe, schön, dass du da bist. Hallo, hallo 5 AM. Sim. Hallo Maria, nein, Marcida. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Wow. Wow, schon so viele da. Wir Wow. freuen uns. Hallo Anfi, Jolie, du bist auch dabei. Wie geht's euch denn? Daumen hoch für gut und Daumen runter für nicht so gut. Hallo Soul Sister, Victor, hallo, du bist auch da, schön. Wow. Sehr gut. Bei uns regnet es gerade wie aus Strömen. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter etwas besser, aber die ganze nächste Woche schaut es eher regnerisch aus. Oh ja, so viele Daumen hoch. Oh, Anfi, dir geht es nicht so gut. Aber wir haben ja heute das Thema, wie du in deine Kraft kommst. Also besser kann es ja nicht sein, oder? Heute kriegst du ganz, ganz viele wertvolle Tipps von uns. Sehr gut, sehr schön. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt es einfach schon mal in den Chat. Und wir versuchen, das mal alles zu erklären und einfach Genau, vom hallo. Ayurveda-Sicht, vom Ayurveda-Sicht alles mal einfach zu erklären, wie wir das einfach in unsere Kraften kommen können. Hallo Erika, schön, dass du auch dabei Hallo bist. Erika. Ups. Und was ist uns Tee gefallen, was wir für euch ausgesucht haben, was für uns gut sind. Und wir Genau. haben heute auch mal mit Vollgas gestartet. Wir sind heute auch in unsere Kraften, auch in Sonnhof ist da heute unsere offizielle Öffnung gewesen. Und Special Day. Special Day. Und was noch gut ist, wir sind voll ausgebucht und wir sind sehr positiv dafür. Wir freuen uns und wir freuen uns, wenn auch wir unsere Wissen, weil was wir Wissen vor uns vom Ayurveda haben, das ist keine Copyright. Und das Wissen muss weiter. Darum haben wir die heutige Team ausgesucht. Es ist immer schwierig, was auszusuchen, aber wir finden immer ein Thema, wo wir euch mal von unserem System mal helfen können. Genau. Und das heutige Thema eben, wie kommst du in deine Kraft? Und es gibt viele Wege natürlich dahin, aber einen davon würden wir also mit Ayurveda empfehlen. Ayurveda ist ja über 5000 Jahre alt, kommt aus Indien. Und wir haben gesagt, wie kann ich denn Ayurveda hierher nach Europa bringen? Und wie kann ich es bestmöglich nutzen, damit ich in meinem Potenzial bin, in meiner Kraft bin und wie ich authentisch meinen Herzensweg gehen. Dr. Sharma, was sagst du? Was empfiehlst du denn dazu? Zuerst ist, wie kommst du in deine Kraften? Das heißt, jeder Mensch hat in sich Kraft. Es liegt in unser psychologisches und physiologisches Level, wo wir diese unsere Kraft schicken. Es gibt auch die Menschen, die schicken sehr viel Kraft, einfach nur mit den Gedanken, dass sie zu viel vorplanen und die genießen dann den Moment nichts. Darum, der Kraften werden dann verloren, weil der Kraft ist in dir, aber du musst das am Positives nutzen. Stellst du dich vor, wenn du nur Kraft, Definition von Kraft, gar besteht aus Kreativität und wir Menschen sind eigentlich auf die Welt geschickt, dass wir unsere Kreativität leben kann. Und wenn du deine Kreativität nichts lebst, dann bist du vom Kraft raus. Kraft, das zweite Wort R besteht aus respectful. Respectful bedeutet, du musst einfach dich respektieren. Und wenn du dich respektierst, wie du bist, dann kommst du in deine Kraften. Unser Problem ist manchmal, wir vergleichen sehr viel und dafür gehen wir von unserer Kraft raus. Das dritte Wort in Kraft kommt der A. A ist akzeptieren und aufmerksam. Manchmal, was wir tun, wir akzeptieren die Situation nichts. Und wenn du akzeptierst nichts, dann respektierst du auch die Situation nichts. Dann kommst du wieder von deiner Mitte raus. Und wenn du jemand auch das vor die Hilfe mal verlangst, dann musst du wieder alles erklären. Aber alle Menschen kann dich nichts helfen, weil du sollst dir zuerst vertrauen und dann kriegst du die Hilfe. In Kraft, der vierte Wort ist F. F ist fokussiert und Freude. Und wir Menschen,
Wir müssen auf der Kleinigkeit fokussieren, das heißt auf eine kleine Freude fokussieren, nichts auf der großen Ziele setzen zuerst, was in 20 Jahren nichts möglich ist. Darum versuche es einmal fokussiert zu sein und immer kleine Fokus lässt. Und dann irgendwo mal großes Fokus, wie Schritt bei Schritt, wie du mal gehen lernst in dein Leben, wie du erste Schritt lernst in dein Leben. Und dann T steht vor der Wort Toleranz. Und wenn du tolerabel bist, wenn du viele Sachen tolerieren kannst, dann geht sich auch noch ein Stück weiter, weil wir Menschen sind, wir sind Lebewesen, wir sind alle auf die Welt geschickt mit so viel Talent. Aber was wir schauen immer auf unsere negative Seiten und dafür positive erleben wir nichts. Damit kommen wir von unseren Kräften raus. Ja. Bitte versuch das, sowas nicht zu machen. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, eine gute Frage auch dazu ist, dass du dich fragst, was gibt dir Energie und Kraft und was nimmt dir Energie und Kraft? Und wenn du das weißt, wo du in deine Kraft kommst und was du machen musst, um wirklich in deinem Potenzial zu sein, dann kommt die Kraft von alleine, weil dann entsteht sie von innen nach außen. Aber wenn wir ständig Dinge tun, um jemandem etwas zu beweisen oder dann vergleichen wir Vergleichen wieder auch, ja. uns, dann verlierst du ständig Kraft, weil dann tust du etwas im Außen, aber nicht eigentlich für das innere Kind oder für die Seele. Und ich würde dich wirklich bitten, dass immer wenn so ein Vergleich kommt. Das heißt, du vergleichst dich mit irgendeiner Person oder ein Unternehmen oder ein Business, was auch Ja. immer. Probier dann immer wieder einen Schritt zurückzugehen und stell dir vor, dass du, wenn du vergleichst, dass du immer Energie verlierst, dass du da schon immer Zweiter bist und du bist dann nicht mehr Schöpfer, sondern du bist schon Opfer, Genau. weil du dich selber schon herabstufst. Das heißt, du vergleichst dich. Und zum Beispiel eine Katze kann nicht schwimmen und ein Fisch kann nicht auf den Baum klettern. Das heißt, eine neidische Katze auf dem Fisch, das wird immer so sein. Aber wenn sie das nicht ist und in ihrem Potenzial ist und klettern lernt oder keine Ahnung, was auch immer, schnell laufen, dann macht sie genau das, was ihr Spaß macht, was ihr Potenzial ist. Und genauso sollten es wir Menschen auch machen. Also macht das, wofür ihr da seid und nicht Dinge für andere oder weil es Papa und Mama schon immer gemacht hat oder weil es vielleicht irgendjemand sagt, das ist nicht gut für dich. Aber da, du darfst auch lernen, reinzuspüren. Also das ist Genau. nicht von heute auf morgen nichts mehr machen, sondern wirklich reinzuspüren und liebevoll mit dir zu sein. Oder akzeptieren, ein bisschen mehr respektieren, weil es alles, was mit uns passiert, soll man zuerst akzeptieren. Und wenn du das akzeptieren kannst, dann geht es Leichtigkeit. Aber der Gegenteil ist mit mir was passiert, aber ich wäre dagegen, ja. Hier ist in der Lernprozessen jeder Mensch lernt, weil keiner hat da so viel Erfahrung vom Bauch. Was wir nur mitbekommen haben vom lieben Gott, als wir auf die Welt kommen, wir kommen immer mit Hände zu. Es ist keiner Kind, der mit offenen Händen kommt. Das heißt, wir haben immer Hände zu, wir haben alle fünf Sinne in unserer Hand. Wir sagen 9 Monate in den Bauch von die Mami, hier, lieber Gott, lass mich raus. Ich will bestens tun vom Mensch. Ich möchte meine Mama lieben, meine Papa lieben oder ich mich. Sobald du einfach auf die Welt kommst, dann hast du ganz andere Prioritäten. Und sei lieb zu dir, du musst einfach eine Prioritäten setzen, dass du die erste Priorität bist. Was passiert? Laut Ayurveda, wir haben drei Lebensphasen. Erste Lebensphase ist 0 bis 18. Das heißt, in dieser Phase sind wir elternsabhängig. Wir sind gesteuert von unseren Eltern, die sagen uns, was zu tun ist, was zu nichts tun ist, welcher Mann gut ist, welche Frau schlecht ist, welche Freundin gut ist. Da sind wir immer in einer Rolle, wo wir so viel empfangen müssen, ja, dann kommt dann Phase 2, das heißt eine Bitterphase, das ist inzwischen 19 Lebensjahr und 50. Was passiert? Hier passieren sehr viele Fehler auf unsere Unterbewusstsein und auf dem Bewusstsein.
Zum Beispiel, ein kleines Beispiel, in dieser Phase haben wir eine Beziehung, sind wir auf den Beruf orientiert, wir schauen, was uns beruhigt. So, wir geben so viel Gas. Irgendwo ein Mann und Frau, die werden Eltern oder die werden Mama oder Papa, dann gibst du wieder Fokus an deine Kinder. Dann geht bis zum 50. Lebensjahr. Dann kriegst du nie Zeit für dich selbst. Weil auch wenn meinem Kind nichts gut geht, dann muss ich einfach ein bisschen in eine positive Sinne sehen. Ja? Keiner will, dass mein Kind krank wird. Aber wenn ein Kind krank ist, gibt der Kind Zeit, dass du auch selbst Urvertrauen entwickeln kann und du bist nur bereit für die Hilfe, aber du musst nichts ganzen Tag einfach die alle Prozeduren machen. Dann verlierst du sehr viel Kraft. Bleib in deiner Kraft. Wenn dir gut geht, geht und allem gut, ja, weil du hast die drei Kinder in dir, deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. Wenn wir mit unserem inneren Kind nichts mehr sprechen, dann kommen wir von unseren Kräften raus. Aber sobald du mit dir wieder anfängst zum Spüren und Fühlen, du kommst wieder in die Mitte. Darum auf dem psychologischen Level und auf dem physiologischen Level, es ist sehr wichtig, mal zum Konzentrieren. Jetzt sind wir vom Instagram schon weg. Warte mal kurz. Yep. Darum, du kannst einfach mit fünf Sinne, mit alle Elemente, du musst mit die Sachen klarkommen. Ja. Hallo. Leider sind wir jetzt bei Instagram rausgefallen, aber ja, es geht schon wieder weiter. Ja, was ist denn ganz wichtig? Ich glaube, ein riesengroßes Geheimnis, auch wenn du in deine Kraft kommst, ist, dass du die Dinge, also dankbar bist für die Dinge, die du bereits hast, die du bereits schon geschafft hast. Und das ist mega, mega wichtig, weil was ist, wenn du in dem Tunnel drinnen bist, wo alles scheiße ist, dann wird alles scheiße. Und wir kennen es, wenn wir in der Früh aufstehen und wir verschlafen, wie ist dann dein Tag? Es kann nur mehr stressig werden, oder? Ihr werdet es sicher bestätigen können. Aber wenn du in der Früh schon aufstehst und dir eine halbe Stunde oder 15 Minuten nur für dich Zeit nimmst, und ich weiß, einige sagen, nein, ich habe keine Zeit, Genau. aber 10 Minuten hat jeder Zeit. Und wenn du einfach nur 10 Minuten früher aufstehst, auf die Terrasse gehst, ein paar Übungen machst, einfach nur um im neuen Tag anzukommen. Und das machen viele nicht, weil jeder Tag und jede Nacht, das ist wie so ein Sterbens- und Werdensprozess. Das heißt, wir schließen heute um 24 Uhr den heutigen Tag ab. Und wenn irgendwas nicht gelaufen ist, so wie wir uns das vorgestellt haben, dann lassen wir eigentlich das los um 24 Uhr. Doch was machen viele? Wir nehmen das mit im nächsten Tag, nächste Monate und nächste Jahre. Das heißt, wir nehmen ein Problem mit für 20, 30 Jahre, für eine Minisituation. Und jetzt frage ich euch, ob sich das auszahlt. Wenn du 30 Jahre dir eine Geschichte erzählst, dass du vor 30 Jahren zu mir irgendeinen Satz Sonst, gesagt ja, hast, den er dann vielleicht gar nicht so gemeint habe, aber und in mir, in meiner schleppt sie mit. Geschichte, habe ich das mitgetragen und Rückenschmerzen bekommen vielleicht wegen dem oder sogar eine Krankheit, weil am 8.11. 1987 jemand zu mir etwas gesagt habe. Also, das ist wirklich Bullshit. Bitte hört auf, jemanden Vorwürfe zu machen. Hört auf, Dinge über Nacht mitzunehmen, sondern schließt den Tag ab. Und wenn ihr wütend seid, was kann man da tun? Schreien? Auch mal in den Wald gehen und schreien. Oder etwas niederschreiben, das, was dich beschäftigt. Oder wirklich ein Gespräch suchen. Und nicht also vorwurfsvoll, sondern wirklich von Von Herzen den her. Herzen, ja. Was sagst du aus ayurvedischer Sicht? Was kann man machen, wenn man wütend ist? So, wenn man wütend ist, das Problem ist, es gibt die Menschen, die mal kurz wütend sind und danach sind, die nichts nachtragen. Die lassen die Situation dort und die gehen die raus. Es gibt die Menschen, weil die fünf Finger sind nichts gleich. Darum, jeder Mensch ist geboren mit einer ganz anderen Psychologie. Vom Ayurveda-Sicht, wenn da fünf Finger nichts gleich sind, sind die Psychologie von allen Menschen nichts gleich. Das gibt es in Partnerschaft oder in die Freunde oder in die Beruf. Die Menschen, die dich stressen möchten, die wissen genau, du auf welchen Punkt du stressen kannst. Ich würde persönlich sagen, einfach
nichts in diesen Streit reingehen, aber trotzdem, wenn ihr in diesen Streit reingehen, bitte einfach alles schriftlich erklären. Aber die Frage ist, wir müssen auch Zeit vor uns nehmen. Wenn du Zeit vor dich nimmst, dann strahlst du sehr positiv, weil du hast das Sachen gemacht, was deine innere Kind möchtest. Dann kommen einfach die vom Außen nicht so viel Stress in dein System. So die Lisa, wie vorher geklärt hat, ich habe so meinen Vater, ich bin in Indien geboren, ich habe meinen Vater zu mir gesagt, hey, komm nach Hause, und ich habe ihm die Antwort gegeben, ich habe nicht so viel Zeit. Er hat damit gesagt, schau Kind, auf der Grab steht nur Seiten. Das heißt, du musst Zeit nehmen. Sonst Zeit kann dich mitnehmen, ja? Und das liegt jetzt an die Psychologie vom Mensch. Soll ich Zeit nehmen oder Zeit soll mich mitnehmen? Darum die Tage, was wir jetzt mal jeden Tag, einen Tag so weg ist, ist ein Tag wenig in unserem Leben. Ich habe die Lisa vorgestern auch schon erzählt. Ich gehe auf meinen Geburtstag, ich feiere meinen Geburtstag auf ganz einer anderen Ebene, weil ich weiß schon, ich habe so schönes Leben, wir haben so schönes Leben, aber ist ein Jahr weniger. Dafür freue ich einfach auf ein anderes Level. Ich gehe an meinen Geburtstag, mich mit die Dinge schenken, die mich einfach gut tut. Statt feiern oder was anderes essen, feiern kannst du ganzes Leben. Aber versuch das Quality Time aufzubauen mit dir Partner, mit deinem Mann, mit deinem Papa, mit deiner Mami. Und wenn das irgendwo ein Problem ist, was die Probleme dich von deiner Kraft rausnimmt, bitte schreib das einfach und erklär nur schriftlich, weil der, was schreibt, der bleibt. Ja? Darum du kannst einfach mitschreiben, so viel lösen. Und vom Ayurveda-Sicht, wenn man in Stress ist, dann muss man versuchen, Augen zuzumachen und die Hände hinten auf dem Rückenbereich und atmen. Sobald du Hände hinten gibst, dann ist dein Brustkorb offen, dann atmest du sehr viel in den Brustkorb und die Lungen bekommen sehr viel Sauerstoff, damit der Gehirn einfach richtig runterkommt. Das ist eine Übung. Zweite Übung, wenn ihr mal Stress haben oder mit Familiekraften raus sind, bitte diese Ringfinger muss man immer drücken. Und wie alt du bist, so viel mal eins, wenn du 30 Jahre alt bist, 30 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn auch mal so, du wirst sehen, dein Körper wird Wärme und die Wärme ist der Hauptdefinition von der Kraft. Sobald du vom Kraft rauskommst, wird dein Körper kalt und kaltes Gefühl ist schlechtes Zeichen für unseren Körper. Du kommst in die Kräften, wenn du warm anziehst, wenn du warm isst oder vom Ernährungsebene, vom Ayurveda-Sicht kannst du 5 Punkte merken. Gegrillt, getoastet, gewürzt, gekocht und gedämpft essen, wenn du Kraft möchtest. Aber was passiert? Wir essen manchmal Wurst und dann Rostfleisch und die sind schon totes Ernährung. Die gibt keine Kraft, die nimmt Kraft von dir. So kannst du von den Kräften nichts reinkommen. Also Darum, vegetarische Kost. vegetarisches, du kannst mal ein Stück Fisch essen, wenn dir was Eiweiß fehlt. Weil du bist, was du isst, und du kannst nur in die Kraften kommen, wenn du kraftvolles Essen zu dir, zu deinem Körper gibst. Weil dein Körper ist dein Kind und dein Kind ist dein innere Kind. Dann vertrau dir, gib dir einfach viel qualitativ. Es ist nichts an der Quantität. Und das würde ich vom Ayurveda-Sicht empfehlen. Sehr, sehr, sehr spannend. Also ihr seht, das ist nicht nur ein Thema, sondern sind mehrere Ebenen, was dir Kraft geben können. Eine ist die Ernährungsebene. Die zweite ist, wie du den Tag beginnst, mit welchen Menschen du wieder Dein zusammen Lebensstil. bist, wie deine Lebenseinstellung ist. Das sind so viele Themen und je klarer auch dein Geist wird, desto leichter wird es werden. Also da bin ich wirklich voller Überzeugung, dass je mehr Klarheit in dein Leben kommt und du in dein Leben bringst, desto leichter kann sich's anfühlen. Und es ist immer ganz wichtig, auch eine gewisse Ordnung und Struktur zu haben, weil wenn du Ordnung und Struktur hast, kannst du dann Freiheit aufbauen. Es geht nicht umgekehrt. Also wir brauchen immer vorher das Fundament und dann können wir wirklich die Freiheit spüren und die Freiheit, nach dem wir uns ja sehnen, dieses leichte Gefühl, das entsteht, wenn wir alles gut geregelt haben, wenn wir mit uns klar sind, wenn wir rein sind, wenn wir rein essen, auch wie du sagst, wenn wir gute Beziehungen führen, wenn wir ein Umfeld haben, das uns gut tut, wenn wir in einem Beruf arbeiten, wo wir uns wohlfühlen vor allem. Das ist ganz wichtig.
Und wenn du durch die Welt gehst und wirklich Dinge sehen kannst, die kostenlos sind, aber die magisch sind. Keine Ahnung, ein Vogel, der bei dir vorbeifliegt und du siehst ihn und er zwitschert und er singt für dich und es kostet nichts, aber du merkst es. Es gibt Menschen, die merken nicht mal, dass es schön Wetter ist, weil denen das gar nicht auffällt. Aber es ist ein Geschenk, dass wir jeden Tag wieder wirklich entweder Regen oder Sonne oder was auch immer bekommen. Es ist jeden Tag ein neuer Anfang. Und jeder Neubeginn hat einen Zauber innen. Und sei offen für Veränderung. Sei offen, wenn es anders wird als gedacht. Vielleicht hast du einen Plan, aber manchmal ist der Plan zu klein, weil ein größerer Plan für dich geplant ist. Das heißt, loslassen. Probier wirklich Dinge loszulassen. Ich weiß, jeder sagt loslassen und es ist nicht leicht, aber je mehr du festhältst, desto weniger leicht kannst du dich fühlen, weil das geht nicht. Je offener deine Hände sind, desto mehr kannst du empfangen, desto mehr bist du ein Empfänger und desto mehr kann sich einfach kreieren und dann bist du der Schöpfer deines Lebens. Und darum geht's, dass du das Zepter von dir in der Hand hast, so wie da, und du selbst von dir sagst, wie will ich es denn haben? Stell dir heute mal die Frage, wie will ich denn mein Leben haben? Wie will ich es haben, dass es sich für mich gut anfühlt? Und wenn du das machst und im zweiten Schritt kannst du mit deinem Partner sprechen, mit wem auch immer, der in der Beziehung sehr, sehr wichtig ist. Und einen Tipp habe ich dazu und zwar den Tee. Es geht mir richtig gut. Den haben wir jetzt gerade gelauncht und es ist ein Santon-Tee für beste Laune und ist immunstärkend. Das heißt, das Immunsystem ist natürlich mega wichtig, damit wir in unserer Kraft sind. Und Santon ist dabei richtig gut. Also Santon ist wirklich Vitamin C-Lieferant. Und unser Mantra ist auch, es geht mir richtig gut. Gut. Also achte auf deine Worte. Was sagst du täglich? Was denkst du täglich? Denn das macht, ja, das macht dein Leben aus. Wie du denkst, wie du fühlst, das bist du. Und es gibt drei Punkte, was du einfach nie im Leben tun sollst. Weil diese drei Punkte, was ich jetzt mal erzählen will, die bringen von uns unsere Kräften raus. Erster Punkt ist, bitte frag niemand, wie mein Vortrag war. Wie sieht es meine Auto aus? Wie sehe ich aus? Wie ist mein Zuhause? Einfach frag das nichts, weil wenn du jemand fragst, denken die Leute, es wäre negativ und die suchen nur Negativität aus. Und das ist der Punkt, du bist in deiner Kraft, du hast was Leckeres gekocht und dann sagst du, hat dir geschmeckt? Dann sagt er, ist scharf, ja. Dann ist schon Fall erledigt. Ich habe 3 Stunden gekocht und dann kriege ich eine Antwort, dass das scharf ist. Dann schäme ich mich, einfach komme ich von meinen Kräften raus. Keiner hat Gedanken gemacht, wie viele Stunden ich das gekocht habe. Und so kommt der erste Negativpunkt. Das bitte niemals einfach jemand fragen, egal was du tust, ist der Bestes, weil das hast du deine Bestens gegeben. Du hast Kraft in dir, du hast Mitliebe mit dieser Kraft, mit diesem Fokus, mit dieser Aufmerksamkeit und mit dem vollen Talent hast du das Sache präsentiert. Aber was die anderen Leute annehmen, ist nichts unser Problem, weil ich habe mein Bestes gegeben. Zweite, bitte vergleich in deinem Leben nie mit jemand. Vergleichen tut man nichts. Sobald du vergleichst, dann machst du dich wieder klein. Du kommst von deiner Kraft immer wieder zurück, weil vergleichen gibt es auf die Erde nichts. Und das machen wir oft. Ich arbeite so viel, warum verdiene ich wenig? Sie arbeitet mehr und verdient sie mal so. Oder viele, meine Partnerschaft, Ihre Partnerschaft, meine Glücksmoment hier, was meine Hobbys sind, was ihr nicht. Hey, bitte vergleichen aufhören. Du bist ein einzigartiger Mensch auf die Welt. Und was sagt der liebe Gott, wenn der Mensch auf der Welt kommt? Der sagt in Ohren nur so, du bist nur die Einzelstück auf die Welt. Zweites schicke ich nichts. Darum, du kannst an gleichem Tag Geburtstag haben, aber die gleiche Einstellung haben. Das geht nichts. Es kann nichts sein, denn eine Sekunde zwei Zwillinge auf die Welt kommen. Einer muss vor und einer muss nach. Aber die Mutter hat die beide ernährt, aber die haben beide verschiedene Psychologie. Und der dritte Punkt ist, was du unbedingt
in deinem Leben nichts machen musst. Sobald du hungrig bist, musst du essen. Sobald du durstig bist, musst du trinken. Aber du musst deine fünf Sinne wahrnehmen. Und wenn du deine fünf Sinne wahrnimmst, wirst du gesund. Aber schau mal ein kleines Beispiel. Es gibt eine Regel, viele Leute denken, oh, jetzt bin ich hungrig, dann trinke ich lieber Wasser. Ja? Stellst du dich vor, dann trinken die Leute Wasser, bringen die Hunger weg. Das bedeutet, der Gehirn hat die Information gegeben, dass ich durstig bin oder hungrig bin. Und du gibst ihm Wasser. So Hunger und Durst, die sind die zwei verschiedenen Welten. Und das kannst du nie machen. Du sollst einfach treu zu dir selber sein. Du musst nichts mal Mantra-Meditation, du musst nichts einfach so religiös sein. Aber was du unbedingt machen sollst, bitte spirituell sein. Du hast in dein Körper, du hast Körper, Geist und Seele. Und das ist die Spirit, die Seele. Einfach, du sollst deine Seele spüren. Einfach manchmal Augen zumachen und frag dich mit deinem Vorname, hey Bettina, willst du das haben? Du kriegst eine richtige Antwort am richtigen Punkt, am richtigen Zeit. Und das muss man mehr erleben. Aber vergleichen aufhören. Und die sind die Sachen, die uns von unseren Kräften raus. Ja, also da bin ich wirklich ganz, ganz bei dir. Und wir sind ja so aufgewachsen, dass wir uns ständig vergleichen. Sorry. Jetzt. Ja. Und das tut uns aber nicht gut, weil stellt euch vor, ihr habt ganz viel Geld und ihr würdet eine Yacht kaufen. Und mit der Yacht fährt ihr jetzt in den Hafen von Mallorca ein und denkt, ihr habt jetzt die größte Yacht. Und siehe da, es steht noch eine größere Yacht da. Und was erzeugt das in euch? Unzufriedenheit. Und brauchst du das? Nein. Weil wenn du mit dem zufrieden hast, was du hast, dann brauchst du nicht zum Nachbarn ständig rüberschauen, was der macht, was der hat. Bleib einfach in deiner Energie, in deiner Kraft. Weil wenn du ständig rüberschaust zu deinem Nachbarn, was passiert? Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, deine ganze Energie geht dahin, wo du eigentlich das nicht haben willst. Genau. Und wenn du beim nächsten Mal in einer so einer Situation bist, frag dich, bin ich jetzt bei mir oder bin ich wieder beim anderen? Und es geht nur durch Lernen. Durch Lernen werden wir größer, durch Lernen wachsen wir, durch Lernen gehen wir unseren authentischen Weg. Aber wenn du dich nie hinterfragst, wirst du auch nicht, machst du immer Dinge, was andere von dir wollen. Und das ist immer, wenn andere, was, sobald du einmal das machst, was von die anderen wollen, dann nehmen die Leute einfach nur frei. Dann sagen sie, okay, das zweite Mal mag sie auch, dann drittes Mal mag sie auch. Was noch ein Punkt auf meinem Herz liegt, ist, deine Kraft, dein Ort, wo du wohnst, ist ein Kraftort. Versuch mal einfach ein bisschen, wenn du auch nichts katholisch bist oder christlich bist, trotzdem einmal in die Woche deine Wohnung mit Weihrauch oder mit Rosen, irgendwo mit einem Blümchen, wo du einfach mal belebendes Gefühl hat. Ja. Stellst du dich vor, viele Leute sagen, Wasser, ja, Sprudelwasser oder stilles Wasser. Das Problem ist, das stilles Wasser ist auch nicht schlecht, aber der Sprudelwasser auch nicht schlecht ist, weil du kannst mit Wasser reden. Wie wollte ich mein Leben haben? Still oder prickelnd? Okay, lieber prickeln, dann trinke ich mal Prickelnwasser, weil Verbot gibt's nichts. Du musst alles, egal was du magst, du musst mit gutem Gewissen machen. Auch wenn du mal schlechtes Essen isst, aber gutes Gewissen kann man trotzdem haben. Und das ist, was du in deine Kraften bleibst, weil du schämst dich nichts und du steckst dich nicht hinter. Gestern hat mich Lisa mich gesehen, ich und meine Frau, war sonniger Tag, haben wir ein heißes Eis, hat sie ein Foto geschickt. Hey, es liegt mir auch ein innere Kind, der will auch mal befriedigt werden muss. Das soll ich einfach tun, ohne schlechtes Gewissen. Und ich habe so meine Frau bestimmt gesagt, ja, bestimmt, heute sieht uns jemand. Und da war genau die Lisa, hat sie ein Foto geschickt. Und da war ich, auf einmal habe ich gesagt, ja, ist so. Oder? Weil ich bin auch Mensch, wir sind Menschen und wir müssen unsere innere Kind nichts sterben lassen. Sobald das innere Kind stirbt, dann sterben wir unsere so viele Impulsen, Fokus, dann sind wir einfach nur vom anderen Menschen präsent. Versuch einfach authentisch zu dir selbst, aufmerksam, attraktiv du bist. Du brauchst keine, vom Außen brauchst du gar kein, von jemand eine Antwort, wie ich aussehe oder was meinst du? Hey, meinen kann jeder Mensch was anderes.
Deine Meinung ist die beste Meinung und das musst du ab heute mal anfangen, dann bleibst du in deinen Kräften. Also das sind wirklich kraftvolle Worte und vielleicht auch dazu, jedes Wort, also jetzt, Sorry, ich habe ein bisschen dicke Finger. am Anfang, also in der Bibel heißt es ja, am Anfang war das Wort und das ist nicht einfach nur so eine Floskel, sondern da geht es darum, dass wirklich unsere Worte haben eine Macht, die haben Yes. eine Kraft und vielleicht, wenn du das nächste Mal entweder zu dir etwas sprichst oder auch zu jemand anderen, dass du wirklich das sagst, was du wirklich sagen willst. Weil ich kenne viele, die sagen, ah, ich bin wieder so ein Depp. Jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht. Immer mache ich alles falsch. Nein, ich kann es ja nie machen. Ich bin schlecht oder ich kann es nicht. Wenn du den Satz dir jeden Tag fünfmal sagst, fünfmal am Tag, mal 365 Tage im Jahr, Und dann bist du dann schon hast du ein Mächtig. richtig tolles Mantra. Aber die Menschen fragen sich dann auch manchmal, worum das Leben denn so läuft, wie es dann läuft. Jetzt stell dir vor, du bist Sender und du sendest ständig diese Energie. Ich kann es nicht, ich schaff's nicht, ich blöde Kuh, ich Depp, schon wieder alles falsch gemacht. Dauerhaft, dauerhaft. Was wirst du empfangen? Wenn du auf der Frequenz bist, wenn du diese Energie ausstrahlst, dann wirst du genau das empfangen. Und darum geht's. Ändere deine Schwingung. Wenn dich was aufregt, wenn du wütend bist, hey, change. Geh raus in die Natur, atmen, mach Yoga, schrei dich frei. Was auch immer, koch etwas, male, tu Dinge, wo du deine Energie transformieren kannst. Und dann bist du wieder neutral. Nimm einfach mal das an, wie es gerade ist. Und du wirst sehen, wenn du in diesen Schmerz reingehst, in diese Wut reingehst, dann wird es leichter. Was wir jetzt mal Neues auch mal in Sonnenauf machen mit den Menschen, wir machen sehr viel alphabetisches Heilung. Das heißt, ich gebe dir nur ein Beispiel, wenn du Wort N steht, N Buchstab steht nur vor negativ. Es ist kein, vom N kommt nichts mal schönes Wörter und wenn dann nur vier oder fünf. Sonst Neid, No-Go, Never, Negativität, Nervosität. Weißt du, es gibt die Wörter, die nur Negativität sind. Darum, unsere Namen hat auch eine Kraft und was wir die Wörter sprechen, die haben auch schon Kraft. Versuch eine, dein Leben, deine Negativpunkte selber schreiben. Keiner soll deine Negativpunkte wissen. Du sollst einfach auf dem Zettel deine Negativpunkte schreiben, was in deinem Leben negativ, was in dir negativ ist, ja? Und dann versuch diese Negativität in Positivität zu verändern. So habe ich meine Frau kennengelernt. Ich habe es gesagt, Schatzi, ich habe vier negativ und tausende positiv. Von negativ brauche ich nur 10 Minuten und positiv brauchst du ganzen Leben. So sind wir zusammengekommen. Aber weil ich mit der Negativität zuerst angefangen habe, weil Negativität, wenn ich weiß, was in mir Negativität negativ ist, kann ich das in positive Sinne oder mal auf die Punkte arbeiten, dass ich in Positives wandeln kann. Ja, genau so ist es. Aber ich glaube, ihr habt jetzt wirklich ganz, ganz viel Inspirationen mitbekommen, Tipps bekommen und wie du in deine Kraft kommst. Natürlich, wenn du hierher kommst, in den Sonnenhof eine Kur machst oder einfach einen Aufenthalt mit ein paar Behandlungen oder eine Konsultation bei dir, Dr. Sharma, oder täglich Yoga machst oder einfach dir die Zeit nimmst, dass du sagst, du bist jetzt wichtig. Du hast jetzt Priorität, du stehst an erster Stelle. Wie wichtig ist es? Und es kommen so viele Menschen hierher und in den 10 Tagen treffen sie vielleicht eine wichtige Lebensentscheidung. Genau. Und diese Lebensentscheidung hat eine Auswirkung auf das ganze Leben. Und was ist das wert? Es ist so, so unendlich viel wert. Und es kostet natürlich alles was, aber wenn ich da diese Lebensentscheidung getroffen habe, die mein Leben komplett ins Positive verändert, dann sage ich, dann ist es alles wert. Alles, also ja, dafür habe ich gar keine Worte, aber das dürfen wir doch auch mal sehen, dass also mit Entscheidungen bestimmen wir unser Leben. Und darum ist es wichtig, Entscheidungen zu treffen, weil dann hört sich da oben auch dieses Karussell auf, dann bist du klar, dann gehst du klar deinen Weg, dann machst du Step by Step deine Schritte. Aber du weißt, was du willst. Und genau das würde ich dir wirklich ans Herz legen, dass du
ja, dir Zeit für dich nimmst, dass du vielleicht die ein oder anderen Tipps jetzt umsetzt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du hierher kommst. Genau, und es gibt auch noch einen Tipp, was ich euch geben kann. Es gibt ein einfaches Tipp, wie sie man selber, wenn sie wissen, wenn du weißt, dass du von deiner Kraft rauskommst, du musst einfach dich hier streicheln. Du wirst das sehen, wir Männer werden Vollglatze bekommen und hier wird keiner Mensch bekommt eine Glatze, weil das sind die Gehirnzellen hier. Und sobald du der Punkt mit Kopf, mit links oder rechts massiert oder mal berührst, du kommst sofort runter. Stellst du dich vor, dass du liegst in der Molokka, dann hast du am Strand und so. Du gibst die Hände automatisch an den Bereich, das ist unsere Können Sensitives. wir ja gleich alle schon mal machen. Genau, kann man schon mal hier spüren. Du wirst dann sehen mit geschlossenen Augen, wenn du mal hier massierst, selber. Oder einfach, wenn du drauf Hände gibst, dann hast du ein Gefühl, dass du dabei bist und du kommst wieder in deine Kraften. Darum in Ayurveda, wir sagen hier, wir fangen mit sehr vielen Behandlungen mit Fuß an, aber alle anschließende Behandlung beim Panchakarma-Kur enden wir alles mit Sternguss, weil das ist ein Feintuning. Aber du kannst selber auch diese Feintuning mal 5 Minuten in Ruhe sitzen, du kannst mal Kopf so haben, du wirst das sehen, du sofort, du das machst, du kommst in deine Kraft, weil der Gehirn kriegt wieder eine Information, dass du dabei bist. Und diese Übung können Sie mal 2, 3, 5 Mal täglich machen. Das hilft und das ist einfach kostenlos. Du kannst dich selbst auch heilen. Und wenn auf unserer Ebene Ayurveda, Detox-Kuren, Panchakarma, Power-Code, Power-Kuren oder Lebenssinncode. Lebenssinn-Code oder mal Jungbrunnenkur bei uns, wenn du irgendwo auf diese Level was Erfahrung möchtest, bitte melde dich. Wir sind dabei und wir helfen dich, was wir. Wir mögen Menschen gerne und wir geben Wissen weiter, weil das ist keine Copyright, das gehört zu mir nichts. Ich habe auch das gelernt, ich habe auch das gespürt, das gefühlt und darum teilen wir das jedem. Wir machen jetzt mal fix, dass wir jeden Sonntag, Sonntag um 18 18 Uhr. Uhr, auch jetzt ist die Corona-Zeit schon vorbei, aber wir haben das nie vor die Corona-Zeit gemacht, aber trotzdem, wir versuchen jedes Woche eine neue Live-Themen mit euch zum Präsentieren oder beibringen, was euch einfach leicht durch die Leben einfach bringt. Genau, also es darf auch leicht gehen. Yes, da war noch wieder jemand, hat angerufen. Wir sind wieder da. Ja. Also es darf auch leicht gehen. In dem Sinne wünschen wir euch wirklich einen wundervollen Sonntag. Macht Und was für euch. Wir würden uns freuen, wenn wir uns auch mal so sehen. Genau, und dann letztes Punkt ist vielleicht, ihr sollt bei uns auf der Instagram mal irgendwo oder mal eine Nachricht schicken, welche Themen für die nächste Woche ihr von uns mal hören möchten. Das Genau. würde uns freuen. Und dann suchen wir die Themen und tun wir bestens. Genau. Also, ganz, ganz liebe Grüße aus Hinterdiersee, aus den Alpen, aus Österreich. Auf Sonnenhof. Ihr seid mega. Ich danke euch, die Community. Es gibt auch noch eine Community auf Facebook, also die Es geht mir richtig gut Gruppe. Auch hier könnt ihr gerne mit dabei sein. Wir freuen uns. Und ja, Danke. also alles, alles Liebe und macht das, was euch Freude macht. Danke. Danke euch. Bis zum nächsten Woche, Bis ja. zum nächsten Danke. Mal. Tschüss. Jetzt beenden.